Die Freiheit auf zwei Rädern spüren, das ist sein Ding. Aber es grenzt an ein kleines Wunder, dass er es noch kann. Denn vor 20 Jahren hatte Thorsten, genannt Elchkrämer, einen schweren Motorradunfall. Frontalzusammenstoß mit einem Auto. Dabei wurde der Nervenstrang seines rechten Armes vom Rückenmark getrennt. Die Folge: der Arm von der Schulter bis in die Fingerspitze gelähmt. Es war am Anfang natürlich ein Schock gewesen, wenn man im Krankenhaus liegt und dann auf einmal plötzlich gesagt kriegt, du kannst den Arm nicht mehr bewegen. Am Anfang habe ich gedacht, der Arzt wollte mich veräppeln und habe gesagt, nein, der Arm ist nur gebrochen. Aber dann nach 3 Tagen habe ich dann halt realisiert, dass man im Endeffekt den Arm nicht mehr heilen kann einfach oder nicht mehr einfach wieder was operieren kann, dass er dann wieder funktioniert. Elch hadert nicht lang. Er krempelt sein Leben um. Er lernt mit links zu schreiben, schult um vom Kfz-Mechaniker zum Medieninformatiker. Und er will zurück auf den Bock. Mit tatkräftiger Unterstützung seiner Freunde aus dem Motorradclub baut er sein Motorrad um. Er lässt ein medizinisches Gutachten von sich erstellen und holt sich das Okay vom TÜV. Fertig. Aber das Umgewöhnen war komplett wackelig. Man ist es ja nicht gewohnt. Man ist nicht gewohnt, dass das Gas links plötzlich ist. Man ist nicht gewohnt, dass die Bremse links ist. Wir waren auf dem Verkehrsübungsplatz und es war doch sehr, sehr anstrengend auch. Und so funktioniert's. Elch trägt eine speziell angefertigte Orthese. Die ist an ihn angepasst und an sein Motorrad. Die muss halt hier unten eine Notöffnung haben. Im Falle eines Crashs muss er auch vom Motorrad abgehen. Sie darf halt im Crashfall nicht den Körper an dem Lenker dran lassen. Dann nämlich könnte es sein, dass der Arm abgerissen wird. Für den 43-Jährigen erfüllt sich mit seiner Rückkehr aufs Motorrad ein Traum. Und nun will er anderen Betroffenen zeigen, wie es geht. Er hat die Plattformen Einarmhelden und Einbeinhelden gegründet. Sinn und Zweck ist genau das, was ich eigentlich vor 20 Jahren erlebt habe. Dass den Leuten geholfen wird, die wieder zurück aufs Motorrad wollen oder auch eine Lähmung haben von Kindesbeinen an und jetzt Motorrad fahren möchten, dass die Chance kriegen und sehen, es geht auch. Es geht mit einem Arm, es geht mit einem Bein und es geht sogar querschnittsgelähmt. Und das kann man halt den Menschen zeigen. Eine echt tolle Sache, die gehandicapten Motorradfahrern das zurückgibt, was ihnen so wichtig ist, ihre Freiheit.